Der Sand Ägyptens birgt Geheimnisse und Geschichten, die unsere Fantasie und unseren Willen wecken, die Vergangenheit einer der größten Zivilisationen der Geschichte zu enträtseln. Nach den schwierigen Zeiten am Ende des Alten Reiches gelang es den Ägyptern, ihre alten Territorien und Handelswege wieder zu erlangen. Es war der Beginn einer neuen Ära des Wohlstands. Diese neue Phase in der ägyptischen Geschichte wird als das Mittlere Reich bezeichnet, das zwischen 2050 vor Christus und 1710 vor Christus bestand. Nachdem die militärische Kontrolle in Ägypten wiederhergestellt war, musste sich die Wirtschaft erholen. Neue Bewässerungssysteme wurden gebaut und neue Denkmäler für die Götter errichtet. Pharao Mentuhotep II. Begann einen militärischen Feldzug zur Eroberung Nubiens, einer Region, die reich an Gold und kostbaren Juwelen und sehr lukrativ für die geschwächten ägyptischen Kassen war. Der Kampf gegen die Nubier dauerte viele Jahre. Und trotz ihrer Beharrlichkeit konnten die Ägypter ihre Gegner nicht vollständig unterwerfen, was die große militärische Kapazität der afrikanischen Stämme bewies. Mentuhotep II. Starb, nachdem er 51 Jahre lang regiert hatte. Er wurde zusammen mit seinen 6 Ehefrauen in einer Grabanlage in der El-Bahari beigesetzt. Nachdem Ägypten seine Finanzkraft wiedererlangt hatte, ohne sich großen äußeren Bedrohungen ausgesetzt zu sehen, trat das Reich in eine gelehrte Periode ein. Während des Mittleren Reiches gewann das Konzept des Leben nach dem Tod an Bekanntheit. Das Sterben, das ohnehin schon als Übergangsritus galt, wurde im täglichen Leben der Ägypter noch wichtiger. Die Herrscher nahmen auch die Gewohnheit wieder auf, Pyramiden als Grabmäler zu errichten und ordneten den Bau von immer größeren Monumenten an. Der Bau der Pyramiden begann bereits im Alten Reich. Die Djoser-Pyramide war die erste und wurde um 2630 vor Christus nordwestlich der Stadt Memphis erbaut. Die Djoser-Pyramide und ihr Grabkomplex gelten als die ältesten Monumentalbauten der Welt und wurden vom Architekten Imhotep erworfen. Zu Lebzeiten war Imhotep wahrscheinlich einer der wichtigsten Männer Ägyptens, der über die Kenntnisse in verschiedenen Bereichen wie Medizin, Architektur, Religion und Tischlerei verfügte. Imhotep gehörte zu einer kleinen Gruppe von Plebs, die im alten Ägypten den Status von Göttern erhielten. Diese Auszeichnung war normalerweise den wichtigsten Mitgliedern des Adels vorbehalten. Die historische Existenz von Imhotep wurde durch 2 zeitgenössische Inschriften auf dem Sockel einer der Djoser-Statuen belegt. Imhotep war eine so wichtige Persönlichkeit, dass er auch nach seinem Tod noch verehrt wurde. Sein Grab wurde unter größter Geheimhaltung versteckt und ist bis heute unbekannt. Bislang wurden in Ägypten 123 Pyramiden gefunden und nachgewiesen, von denen einige schon fast in Trümmern liegen. Die Entscheidung, Pyramidengräber zu bauen, ist gerechtfertigt, weil dies die sicherste Art ist, ein Denkmal zu errichten, denn die Basis ist breiter und schwerer als die Spitze. Trotzdem stützten in der Antike einige Pyramiden ein, weil ihre Form unregelmäßig war oder das Gelände falsch gewählt wurde. Wenn dies geschah, wurde der für das Werk verantwortliche Baumeister hingerichtet. Es gibt auch die berühmte gebogene Pyramide, die bis heute erhalten geblieben ist. Allerdings hat sich ihre Form während des Baus verändert. Der Bau der Pyramiden erforderte große körperliche Anstrengungen und eine komplexe Logistik. Jeder Granitstein wiegt etwa 2,5 Tonnen und wurde in Steinbrüchen abgebaut, die manchmal 800 Kilometer von der Baustelle entfernt sind. Anschließend wurden sie auf Kähne verladen und den Nil entlang transportiert. Nach dem Entladen wurden die Steine mit Seilen und Schlitten zur Baustelle transportiert. Dort wurden sie geschnitten und geschliffen, bis sie die gewünschte Form hatten. Erst dann wurden sie auf Rampen zum endgültigen Bestimmungsort geschleppt. Die genaue Anzahl der am Bau beteiligten Arbeiter ist nicht bekannt. Es wird angenommen, dass mehr als 30.000 Männer an der Errichtung dieser großen Monumente beteiligt waren. Die meisten waren freie Männer, die ein Gehalt und Steuerfreiheit erhielten. Es wurden auch viele Sklaven eingesetzt, die mit den mühsamsten und anstrengendsten Aufgaben betraut wurden. Die Pyramiden wurden im Auftrag der Pharaonen gebaut, die sie als Grabstätte und Symbol für Macht und Autorität nutzen wollten. Die Pyramiden hatten auch einen symbolischen Charakter für die Ägypter, die glaubten, dass der Ursprung der Erde von einem Urberg in Pyramidenform ausging. Die berühmtesten Pyramiden sind die Pyramiden von Gizeh in der Nekropole von Gizeh in der Nähe von Kairo. Die Nekropole hat 3 Pyramiden. Die höchste ist Cheops, die mittlere ist Khafra und die kleinste ist Menkaure. Es gibt immer noch einige kleinere Monumente in der Nähe der Pyramiden, die als Pyramiden der Königinnen bekannt sind. Auch die große Sphinx ist Teil der Nekropole. An ihrer Spitze waren die Pyramiden mit einer Abdeckung aus poliertem weißem Kalkstein versehen, der das Sonnenlicht in großer Entfernung reflektierte. Und auf der Spitze waren Steine mit Hieroglyphen verziert. Möglicherweise hat
hatten einige Pyramiden eine Spitze aus Gold oder waren mit Gold überzogen. Es war eine atemberaubende Vision. Die Cheops-Pyramide war beeindruckende 146,5 Meter hoch. Heute sind es noch 138,8 Meter. Sie ist das älteste der sieben Weltwunder der Antike und das einzige, das noch existiert. Fast alle Pyramiden wurden geplündert, innen und außen. Die Kalksteinabdeckung und die Granitsteine wurden entfernt, um sie im Laufe der Jahrhunderte für andere Gebäude zu verwenden. Die Rechtfertigung für diese enorme Hingabe an den Bau gigantischer Grabmonumente lag in der Religion der alten Ägypter, die die Sicht der Menschen auf Leben und Tod stark beeinflusste. Die Ägypter haben keine schriftlichen Quellen hinterlassen, die ihren Glauben klar erklären. Aus diesem Grund nutzen moderne Historiker die Malereien und Schriften, die in Tempeln, Pyramiden und Gräbern hinterlassen wurden, als Quelle. Eine weitere Quelle für die Forschung sind die drei Sammlungen von Hieroglyphentexten aus verschiedenen Epochen. Diese Texte sind das Buch der Pyramiden, das Buch der Sarkophage und das Buch der Toten. Die alten Ägypter glaubten, dass diejenigen, die göttliches Blut hatten, nach ein paar hundert Jahren wieder auferstehen und ihren Platz als Herrscher einnehmen konnten. Dieses Konzept von Tod und Wiedergeburt erklärt, warum die Pharaonen Umgebungen schufen, in denen sie ihren Körper bewahren und ins Leben zurückkehren konnten. Die Mumifizierung diente dazu, den Körper zu konservieren, der dann vom Herrscher abgeholt werden sollte. Im Grab des Pharaos befanden sich auch wertvolle Gegenstände, Kleidung und Schmuck. Im Alten Reich wurden auch seine persönlichen Diener, Tiere und Priester geopfert. In vielen Fällen wurden auch seine Frau oder seine Frauen zusammen mit dem Pharao begraben. Aber diese Praxis hat im Mittleren Reich an Bedeutung verloren. Die Sarkophage waren auch für die Reinkarnation des Pharaos von entscheidender Bedeutung. Das Gesicht des Pharaos wurde mit größtmöglicher Präzision in den Sarkophag geschnitzt. So konnte sich der Geist, wenn er in den Körper zurückkehrte, daran erinnern, wie er zu Lebzeiten ausgesehen hatte. Heute ist der Islam die offizielle Religion in Ägypten. Der Großteil der Bevölkerung folgt den sunnitischen Grundsätzen. Dennoch gibt es neuheidnische Gruppen, die sich an der Religion und den alten Göttern orientieren. Diese Praxis ist als Kemetismus bekannt. Der letzte Pharao, der Ägypten im Mittleren Reich regierte, war Amenemhat III. Während seiner Herrschaft erlaubte er Stämmen semitisch-asiatischer Völker, sich im Nildelta niederzulassen. Diese Stämme suchten Zuflucht vor der wachsenden Bedrohung durch das Assyrische Reich. Diese Menschen waren als Hyksos bekannt, ein Begriff, der mit Hirtenkönige übersetzt werden kann. Im Jahr 1650 vor Christus zerstörten unkontrollierte Überschwemmungen des Nils einen Teil der ägyptischen Plantagen, was die Wirtschaft beeinträchtigte und das Reich erneut schwächte. Die Hyksos nutzten die Instabilität aus und kontrollierten einige Städte, die im Nildelta gebaut wurden. Die Hyksos gründeten ihre Dynastie und wählten einen Pharao nach dem ägyptischen Vorbild. Die ägyptischen Herrscher zogen sich nach Theben zurück, wo sie zwischen dem Hyksosreich im Norden und dem Kuschitenreich im Süden gefangen waren. Diese Phase der ägyptischen Geschichte wurde als die zweite Zwischenzeit bekannt. Obwohl sie Eindringlinge waren, nahmen die Hyksos Einfluss auf die ägyptische Kultur und brachten gute Pferde, fortschrittliche Kriegswagen und neue Webtechniken mit. 30 Jahre lang kämpften die Ägypter gegen die Hyksos. Dann errang der ägyptische Pharao Amasis mehrere militärische Siege und vertrieb die Hyksos aus Ägypten. Mit der Wiedererlangung der Macht durch die Ägypter begann das neue Reich. Die Geschichte des alten Ägyptens hat immer noch Ereignisse und Wendungen, die den Lauf der Geschichte für immer prägen werden.